Hallo zusammen, willkommen zu meinem dritten Video nach langer Zeit. Heute möchte ich euch meine für mich Neuentdeckung dieses Jahr vorstellen, den TAC Warp 1712. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ein Tabak mit einem recht schönen Schnittbild, wie ich finde. Da sind gröbere und feinere Stücke genauso enthalten. Der Tabak lässt sich prima in die Pfeife einbringen. Wenn wir bei der Pfeife sind, den Tabak rauche ich aus der Cesare Barontini, die ich habe. Ich habe auch noch eine von Pfauen, die made by Cesare Barontini ist. Ein schönes kleines Pfeifchen, hervorragende Raucheigenschaften, kostet nicht viel und gefällt mir recht gut. Der Geruch des Tabaks in erster Linie Säuerlichkeit. Eine unterschwellige Süße und frisch gebackenes Brot. Lädt auf jeden Fall ein, sich die Pfeife zu stopfen. Aus was besteht denn der Tabak? Der besteht aus Virginia, 25% Perique und einem Anteil Kentucky. Also dieser Tabak ist wunderbar weich und ausgewogen. Was man da hat, ist immer wieder eine gewisse kräuterige Note, eine leicht unterschwellige Hintergrundsüße, die mich so ein bisschen an Butterkeks erinnert. Würzig, spritzig. Dann kommen auch Anklänge von Zitrusnoten und eine gewisse Rauchigkeit kommt auch hindurch. Wenn man die Pfeife bis zum Ende raucht, gegen Ende ist für mich der Butterkeks weg und es wird erdiger, kräftiger. Zu jeder Zeit, von Anfang bis Ende der Pfeife, ist das ein ganz toller Tabak. Er ist gut mittelkräftig, laut Beschreibung, und so würde ich ihn auch einschätzen. Und geht damit für mich zu jeder Tageszeit, also morgens zum Kaffee, eine wunderbare Sache. Nach einem guten Essen, prima. Oder einfach abends zum Entspannen. Und wenn man mal zwischendrin im Laufe des Tages Lust hat, passt er für mich auch. So, liebe Leute, ich danke euch auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Von meiner Seite ist das jetzt erstmal gewesen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis die Tage.